So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück und worum soll es in diesem Video gehen? Natürlich um die Batman Zero Geschichte, denn heute kam das vierte Comic bei mir an. Ich zeige euch schon natürlich direkt wieder, wie ihr das Ganze aktivieren könnt, genauso wie auch Harley Quinn. Ich sehe schon, einige sind danach immer noch am Suchen, was mich eigentlich wundert, weil das Video ist echt schon relativ alt. Also, wir gehen einfach genau auf diese Seite hier. Jetzt googelt einfach Fortnite Redeem, REEDEM. Ich werde das Ganze natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, also ganz entspannt bleiben. Das hier ist dann quasi den Code, den ich jetzt habe aus dem Comic. Der steht auf der allerletzten Seite. Achtet nur drauf, ihr seht hier, mit welchem Konto ihr eingeloggt seid. Ist nämlich ganz wichtig. Nicht, dass ihr zwei, drei Accounts habt. Ich weiß, man darf eigentlich nur einen Account haben. Aber wir wissen es ja, der eine hat dann doch zwei oder drei. Also achtet drauf, welchen ihr habt. Und ganz ehrlich, es sollte, glaube ich, laut Leakern ein Gleiter sein in der vierten Ausgabe. Weil es hat mich heute auch schon einer gefragt in den Kommentaren, was ist denn heute drin? Ich so, ich kann es dir ehrlich gesagt noch nicht sagen. So, wir gucken jetzt rein in 3, 2, 1. Oh, der Deathstroke. Na toll, was bringt mir der Gleiter, wenn ich den Skin nicht habe? Aber wir gucken mal direkt natürlich, wie er aussieht. Dein Code wurde erfolgreich eingelöst, bla bla bla. So, wir können wieder zurück ins Spiel gehen. Und da ist auch die Belohnung. Ah, das ist natürlich, ja. Da ist mir ja schon fast verpflichtet dazu, sich den Skin zu kaufen, ne? Man konnte sich den ja erspielen, aber da haben wir ja gesagt, das ist dann nur noch für E-Sportler, weil für uns in Anführungszeichen Normalos ist es nicht möglich, den Gleiter zu bekommen. So, den Skin zu bekommen. Jetzt habe ich halt den Gleiter bekommen. Ich weiß zwar nicht wirklich, ja doch, ja, Deathstroke gehört ja dazu, ne? Ja, dann wird der Skin wahrscheinlich auch morgen in den Shop reinkommen, denke ich mal. Und dann, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Die Comics, wie gesagt, immer noch online, glaube ich, verfügbar. Jetzt, wo wieder mehr Läden offen haben, guckt einfach mal da, wo die Zeitschriften sind, da, wo Bravo ist und was weiß ich, was da alles rumliegt. Und dann würde ich sagen, war es das auch hiermit. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Wir helfen uns natürlich gegenseitig und in dem Sinne, haut rein.